Hallo? Anne? Sind Sie hier? Anne? Oh, Commander. Ja, tut mir leid. Es ist nur... Das ist schwer. Wie geht es Ihnen? Natürlich. Sind Sie in Ordnung? Ja. Nein. Ich weiß es nicht. Mein Vater und ich konnten einiges nicht mehr klären. Ein Streit? Ja. Über etwas völlig Banales. Eine Meinungsverschiedenheit, wie man einige der Exemplare aufbewahrt. Ich habe mich wegen was anderem geärgert. Ich weiß nicht mehr was. Und es dann an ihm ausgelassen. Es war so dumm. Ich störe hier wohl nur. Schon gut. Ich kann später wiederkommen. Nein, bitte. Schon gut. All das wiederzusehen. Er war wie besessen. Manchmal fast wahnsinnig. Ich hatte keine Gelegenheit, ihn kennenzulernen. Das Gefühl hatte ich manchmal auch. Er war ein großartiger Mann, ein Pionier. Aber er konnte sehr distanziert sein. Als Kind hatte ich oft das Gefühl, ich würde ihn nur stören. Das klingt wütend. Ich war auch wütend. Und bin es noch, glaube ich. Aber manchmal war er voller Geschichten. Er wäre fast geplatzt. Dafür habe ich ihn geliebt. Und deswegen habe ich diesen Beruf ergriffen. Ich kann nicht glauben, dass er tot ist. Wir finden die Lösung. Unbedingt. Ich muss wissen, was am anderen Ende des Artefakts ist. Wofür er gestorben ist. Sie sind scheinbar in der Sache der Schlüssel, also ran an den Speck. Wir brauchen Ihre Hilfe. Sie sind unsere letzte Chance. Sie haben recht. Ich sehe die Arbeit meines Vaters durch. Mal sehen, was ich finde. Anne, sind Sie dazu wirklich in der Lage? Ja. Als Leviathan mich kontrolliert hat, war ich an einem kalten und dunklen Ort. Aber mein Vater hat mich gelehrt, niemals Angst vor der Dunkelheit zu haben. Tja, mit Anne reden. Niemals Angst zu haben. Mit Anne reden. Ich bin immer noch erstaunt, wie es Ihrem Vater gelungen ist, ein Stück von einem Reaper in die Hände zu bekommen. Er war deswegen sehr aufgeregt. Ihre Behauptungen bestätigen die Arbeit vieler Jahre. Haben Sie geeignete Schritte unternommen, um eine Indoktrination zu verhindern? Natürlich. Es war völlig abgeschirmt. Und wir hatten alle regelmäßige psychologische Untersuchungen. Aber jetzt bin ich dank des Artefakts trotzdem indoktriniert. Stimmt doch, oder? Ich könnte genauso gut eine Rachni-Drohne sein, die auf die Befehle ihrer Königin wartet. Naja, ganz Unrecht hast du nicht. Außer, dass du dich jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt in so einen Husk verwandelst oder einen Kannibalen oder irgendwas anderes von diesen Viechern, die da kreuchen und fleuchen. Sie haben sich mit den Rachni beschäftigt? Ich habe meine Dissertation über sie geschrieben. Mein Vater hielt es für Zeitverschwendung. Aber jetzt hilft uns das vielleicht dabei, Leviathan zu verstehen. Inwiefern? Wir glauben, die Rachni seien Telepathen. Aber in Wirklichkeit gibt es so etwas gar nicht. Die Königin gibt ihre Befehle auf kurze Distanz über Pheromone. Über große Entfernungen benutzt sie so etwas wie einen organischen Quantenverknüpfungskommunikator. Was Leviathan macht, muss so ähnlich funktionieren. Die Verknüpfung von Partikeln zur Stimulierung neuraler Aktivität. Er benutzt das Artefakt, um eine Verbindung herzustellen. Und dann kontrolliert er den Geist von jedem in der Nähe. Okay. Hey, Loco. Brauchen Sie Hilfe? Alter, was machst du denn hier? Was führt Sie hier runter, James? Hab gehört, Sie sind dem Reaper-Killer auf der Spur. Alles, was diesen Mistkerlen an Schrecken einjagt, ist einen genaueren Blick wert.
Genau darauf hoffe ich. Wie der Kopf guckte. Dieser Kopf. Was willst du von mir? Commander, sehen Sie dieses Ding? Das ist toll. Hey, Eddie. Ein Husk-Biss verwandelt einen doch nicht in einen Husk oder sowas, richtig? Ich schlage vor, Sie tragen Medigel auf. Ach, der wurde gebissen. Wir haben keine Energieemissionen von dem Artefakt festgestellt. Aber die Reaper konnten... Meine Theorie lautet, dass das Artefakt die meiste Zeit einfach nur als Empfänger fungiert. Wir können Leviathan damit nur verfolgen, wenn er aktiv die Kontrolle über jemanden übernimmt. So wie auf dem Asteroiden. Genau. Leviathan ist nicht an Kommunikation interessiert, solange er nichts braucht. Da hat er wohl was mit meinem Vater gemeinsam. Sie sagten, Leviathans Kontrolle ähnele einem Quantenverknüpfungskommunikator, aber die kann man nicht zurückverfolgen. Stimmt, aber es ist ja kein natürlicher QVK. Leviathan muss einen Impuls durch das Artefakt senden, um ihren Geist zu verändern und so den quasi QVK-Effekt zu erzielen. Und der lässt sich zurückverfolgen. Richtig, genau wie bei der Ausgrabungsstätte. Die Reaper haben das Signal zurückverfolgt, indem sie das Artefakt aktiviert haben. Mein Vater wollte zu der Ausgrabungsstätte, aber für lange Projekte wurde er langsam zu alt. Dass er deswegen im Labor festsaß, hat er gehasst. Er hätte fast meine Abschlussfeier verpasst, weil er unterwegs war. Er kam dann doch noch in seinen Forscherklamotten. Gott, er hätte es gehasst, hier zu sterben. Er ist hier gestorben. Wenn das Ding keinem gehört, könnten wir es doch mitnehmen. Sie wissen schon, zu Forschungszwecken. Also ich fände es geil, wenn das Ding mitkommt. Ja. Also gut, aber erzählen Sie niemanden davon. Cool. Meinen Sie, Esteban würde mir erlauben, im Frachtraum Bowlingkegel aufzustellen? Wie geil. Anne, ich weiß, es ist schwer, aber wenn Sie uns noch irgendwas sagen können. Ich glaube nicht, dass es da noch etwas gibt. Aber ich kann Ihnen was zeigen. Was meinen Sie damit? Das Artefakt sendet nur ein Signal, wenn Leviathan jemanden kontrolliert. Soll er mich kontrollieren? Sie könnten das Signal zurückverfolgen. Das ist zu riskant. Sie meinen, er soll sie übernehmen? Das ist zu gefährlich. Meine Entscheidung, nicht Ihre. Sie sagten doch, ich sei Ihre letzte Chance, das Ding zu finden. Wir wissen nicht, was passieren wird. Wenn wir warten, erreichen die Reaper Leviathan zuerst. Nur ich habe genug Zeit mit ihm verbracht, um das durchzuziehen. Sie suchen jemanden, der die Reaper bekämpft, Commander. Ich suche das Monster, das meinen Vater ermordet hat. Wir wissen immer noch nicht, wonach wir suchen. Dann finden wir es raus. Commander, was wir da mit Anne vorhaben, das klingt höllisch gefährlich. Notiert. Edie? Energiesignatur blockiert. Warte auf Aktivierung. Sie müssen das nicht tun. Sind Sie sicher? Ja, ganz sicher. Ich bleibe genau hier. Okay. Ich bin bereit. James, Eindämmungsschild aus. Schild ist aus. Artefakt online. Schon was da? Noch nicht. Moment. Etwas. Ich spüre Kälte. Edie? Noch nichts. Heilige Scheiße. Signal vorhanden. Verbindung halten. Zurück. Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Dios. Verbindung halten. Hören Sie, ich habe sie gefunden und die Reaper sind direkt hinter mir. Sie haben sie gebracht. Sie sind eine Bedrohung. Genau wie Sie. Ich weiß, was Sie können. Der Krieg braucht Sie. Es gibt keinen Krieg.
Es gibt nur die Ernte. Edi, haben wir genug? Teilerfassung. Verbindung zur Eingrenzung der Suche halten. Sie haben's gehört. Wir haben genug. Ich aktiviere den Schild. Tun Sie's. Mann. Alter Schwede. Alles in Ordnung? Anne? Anne, alles in Ordnung? Ja. Ich glaub schon. Haben wir Ergebnisse? Ja, aber die Suche wird eine Weile dauern. Koordinaten an die Normandie gesendet. Gut, besser als nichts. Commander, ich habe noch etwas gespürt. Wut. Er weiß, dass wir näher kommen. Ich glaube, er will sie töten. Eröffnen wir erstmal ihn. Erstmal schön auf die Krankenstation mit der armen Frau. Lecko funny. Heidewitzka. Ein Glück, dass hier unser James dabei war. Alleine hätten wir die Dame nicht gekriegt. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu riskant geworden. Aber ganz ehrlich, ich gehe jetzt mal gerade kurz in die Kabine und sage unserem Schädel Hallo. Das lasse ich mir nicht nehmen. Mein neues kleines Spielzeug. Wo ist mein kleiner Schädel? Da ist er ja. Hallöchen. Ha. Es ist so angenehm. Mache Meldung. Lee Riley, Commander. Mein Trupp verteidigt weiterhin den Treibstoffreaktor auf Sion. Die Reaper wollen ihn lahmlegen, aber nicht in meiner Wache. Wir werden die Stellung halten. Captain Lee Riley. Oh yeah. Ah, ich muss mir nochmal Tali angucken. Ganz ehrlich, da bin ich... Ich finde es schade, dass sie dann das Gesicht von ihr nicht zeigen bei den romantischen Sachen, ja? Finde ich wirklich schade. Wenn ich mir so das Gesicht auf dem Bild so angucke, dann hat sie es definitiv verdient, dass man sie zeigt. Finde ich zumindest. Ich weiß jetzt nicht, wie es andere sehen. Aber naja. Und ja, ich glaube, das war mein Handy. Da! Sigurd Wiege. Gibt's hier vielleicht irgendwo ein Treibstoffdepot? Weil so langsam geht mir mein Treibstoff aus. Okay, ich habe nichts gesagt, ich bin wieder voll. Vielleicht füllt das die Citadel einfach meinen Treibstoff wieder auf. Ich weiß es. Signal bestätigt. Läuft. Habe ich direkt getroffen? Desponia. Dieser Planet wurde erst kürzlich von menschlichen Raumsonden entdeckt. Und es gibt keine Berichte, die darauf hindeuten, dass er seitdem erforscht wurde. Scans deuten darauf hin, dass er von einem Ozean aus flüssigem Wasser bedeckt ist und eine Stickstoff-Wasserstoff-Atmosphäre besitzt. Es gibt dort mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest ein wenig photosynthetisches Leben. Ist das so? Feuer!
Suche erfolgreich. Die Scans zeigen Leviathans Energiesignatur an. Zur Bestätigung ist eine genauere Untersuchung erforderlich. Diese Koordinaten passen zu unserer Spur von Leviathan.